So Leute, willkommen zurück zu Pirate Warriors 4. Ich muss gerade mal gucken. So, jetzt. Wir haben im letzten Part hier die individuelle Gerechtigkeit durchgesetzt und jetzt auf jedes einzelne Crewmitglied steht ein Kopfgeld aus. Fordere die mächtigste Piratenorganisation heraus, die vom fünften Kaiser der Meere angeführt wird. Und Big Mom will ja Strohdruffy unbedingt kriegen. Dementsprechend würde ich sagen, wir spielen Big Mom, die leveln wir aber vorher noch ein bisschen auf. Was wäre eine Big Mom ohne volle Kraft? Oh, Speer von Elbern. Ein bisschen Ausdauer ist für sie gar nicht mal so schlecht, weil sie hat ja jetzt auch eine Himmelsform. Ähnliche Sache wie bei Kaido. So, und das da kaufe ich einfach bloß, damit es weg ist. Weil dann kriegen wir Big Mom hier auch die erste Karte voll. Heavy Feuer. Das ist auch so, ne? Englisch und Deutsch kombiniert. Und das in Japan. Das musst du erstmal hinkriegen. Deutsch und Englisch in Japan zu kombinieren. Also, wenn hier einer von uns Denglisch spricht, dann ist das ja schon schlimm genug. Aber wenn die jetzt in Japan mit Denglisch anfangen, ne, das ist wieder eine andere Hausnummer. So, jetzt habe ich unser ganzes Geld ausgegeben, aber Big Mom ist ordentlich aufgepowert. Also, da kann man echt nichts mehr sagen. Also, vielleicht ein bisschen mehr Angriff wäre cool. So, ich wollte jetzt mal gucken, vielleicht statt dem Königshaki oder Thunderbolt. Das Königshaki ist ja nicht ganz so stark. Vielleicht dann lieber den Speer von Elba. So. Los, Big Mom, hol dir die Strohpiraten. Das ist Brook. Soul King, du willst dich doch bestimmt mir anschließen, oder? Werde ich nicht. Ja, Big Mom ist halt gefährlich, ne? Ist aber für euch ein bisschen arglaut gerade. Drehe ich das nochmal ein bisschen runter. So, da habe ich jetzt denen ein bisschen Lebenskraft abgesaugt, um wieder fitter zu werden. Bin ja jetzt auch schon eine alte Frau, ne? Ruffy ist erschienen. In dem Fall. Wo ist er? Wo ist Strohhut Ruffy? Lass dich nicht damit davon kommen.
Der Prügelpiratenkommandant und rettet die Anwohner. Wir sind hier in der Marinebasis. Hier gibt's keine Anwohner. Oh, ich habe mich zurückverwandelt. So, welchen Piratenkommandanten soll ich eigentlich vermögen? Weiß ich nicht. Aber ich verprügel ganz viel. So, egal welcher von denen der Kommandant ist, den ich besiegen soll. Mach einfach alle fertig. Vielleicht sollte ich ja noch mal hier in die Spezialform gehen. Zorro hält auf jeden Fall länger durch als Lysop. Aber Zorro übersteht das hier auch nicht, was ich mache. Zorro. Zorro hat sich wacker gehalten, muss man sagen. Oh, Chopper. Du kommst in meine Sammlung besonderer Tiere. Du kommst in mein Buch. Was? Der Kommandant ist erschienen. Ruffy 4 Snake Man. Erst mache ich kurz Chopper fertig. Der muss ja, wie gesagt, in mein Buch rein. Steht noch Franky auf dem Weg, aber der interessiert mich gerade nicht. Oh Moment, ich bin falsch gelaufen. Ich muss mal ein bisschen schneller werden. Alte Frau ist ja kein D-Zug. Ich sehe nichts, aber ich hau trotzdem drauf. So.
Ah, Mogiwara no Luffy. Von wegen fünfter Kaiser. Nichts Beste. Damit ist es entschieden. Big Mom hat Ruffy besiegt. Und dann schaffen wir ja heute sogar noch das Finale, ne? Finale ist heute drin. So, echte Pirate Warriors. Das Marinehauptquartier, das Marinehauptquartier, die sieben Samurai der Meere und die Kaiser lauern auf. Erringe den Sieg in der letzten Schlacht und werde ein wahrer Pirate Warrior. Das ist halt Ruffy, ne? Letzte Schlacht ist Ruffy. Lässt sich auch nicht ändern. Für die letzte Schlacht muss einfach Ruffy sein. Auch wenn wir ihn nicht maximieren können. Zoro hätten wir jetzt auf Maximum gekriegt mit dem restlichen Geld. Aber gut. Ruffy sieht nicht aus, als ob sein Angriff auf Maximum wäre, aber höher geht er halt nicht. Oder kriegen wir noch was, wenn das ganze Ding voll ist? Naja. So, die große Finalschlacht. Oh Gott, sogar Shanks ist dabei. Falkenauge Mihawk. So, Crocodile, das war's mit deiner Abwehr. Könnte aber mal Heilung vertragen. Ich fürchte, dafür muss ich ihn erst besiegen. Naja, kein Problem. Die Double Calverine, die zerlegt nämlich so eine Abwehr im Nu. So, zwei der sieben Samurai sind schon weg. Ich hab den Modus mal frühzeitig beendet. Brauchen wir vielleicht noch. Aber nicht verlor. Ich
Nix Shambles. Stimmt, Smoker kann ja die White Snake und wir sind Snake Man. Das ist schön. Wir sind so ein gutes Team. Smokey und ich. Ja, hat irgendwas getroffen? Wahrscheinlich nicht. Wo ist er? Okay, jetzt brauche ich aber dringend Heilung. Na, viel war es nicht, was ich jetzt gekriegt habe. Warte mal, ich guck hinten nochmal, ob da, wo ich Crocodile besiegt habe, da vielleicht, ja, da vorne ist doch noch was. Ja, perfekt. Ist der Anführer aufgetaucht? Ja, dann machen wir das Gebiet mal zu meinem. So, komm. Zack, 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 zack. Hab dich. So, Jinbei hat Kraft. Da kontern wir mit Kraft. Ja, Jinbei, ich will es. So, Jinbei. Er hätte fast den Modus überstanden. Sorry, Hancock. Sorry. Aber ich muss hier durch. Bari. Steht Hancock auch da unten, dann erwische ich die einfach nebenbei. Verdammt, hab meinen Angriff abgebrochen. Kannst du es wagen, Buggy? Vielleicht kann ich jetzt beide mit einem Schlag erledigen. Naja. Oh Gott, hat Hancock noch viel Leben. Sie macht sich gefechtsbereit. Wenn sie das vorher noch nicht war, dann hat sie jetzt ein ganz großes Problem.
So, die haben wir auch. Mihawk, du bist der Letzte von deiner Gruppe. Das wird ein langer Part fürs Finale, aber egal. Ich werde dich besiegen. Oh Gott, und dann kommt ja erst noch das Marine-Hauptquartier, ne? Das war jetzt ja erst die erste Gruppierung, die wir besiegen konnten. Oh Gott. Buddha Sengok. Marine Hauptquartier Elitekrieger, ja. Das wird lustig, weil da vorne warten bereits drei Admiräle auf mich. So, Akaino. Mit der Kraft meines Hakis werde ich dich besiegen. Na, ein bisschen mehr Leben hätte er ruhig an mich abtreten dürfen. Okay, Kizaru. Aber du hast Leben für mich. Habe ich ihn gerade verfehlt? Oh Gott, er wird zu Licht. Kizaru, du Mistkerl. Okay, komm. Leben. Ja, das ist gut. Nein, lass mich los. Kizaru, du Drecksack. Ich treffe ihn nicht. Habe ich ihn besiegt? Ich habe ihn besiegt und die Revolutionsarmee macht sich jetzt auch auf den Weg aufs Schlachtfeld. Gott, und wir haben doch kein Leben mehr. Das ist genau der Weg, kann ich.
Opa, Buddha-Mann, geht weg. Macht euch aus dem Staub. Sonst muss ich jetzt da Gewalt anwenden. Tut mir leid. Die haben bestimmt viel Heilung für uns. Naja, viel. Ist relativ, ne? Sabo! Whitebeard! Shit! So, Haki genug regeneriert, um wieder in Gear 4 zu gehen. Diesmal als Bounce Man. Weil der Einzige ist, der gegen Sabo eine Chance hat. Oh Mist, das wollte ich nicht. Ich wollte mich doch nicht zurückverwandeln. Shit. Sabo, geh mir aus dem Weg. Naja, immer in die Bank hoch, ne? Sind noch an allen Ecken Gegner, ne? Ich kann mich nicht so schnell drehen, bis ich Sabo aus dem Weg schaffe. Das gibt's nicht, warum lebt er immer noch? So. Oh ja. Nein, shit, Sprit leer. Leben leer, Sprit leer. Ganz schlecht für uns gerade. Big Mom ist nicht besiegt, shit. Okay. So. Bevor meine Zeit abläuft.
Oh, ich bin wieder komplett fit. Ist zwar nicht die Art, wie Ruffy Kaido besiegen wird, aber... Dann mach ich's halt mit Königsaki. So. Smoker hat Kaido besiegt. Ja, das ist es, wie es wirklich kommen wird. Hier habt ihr es zuerst gehört. Teach. So, da muss ich halt schneller sein als du, Teach. Shit, ich hab verloren. Okay, dann ist das noch nicht Finalpart. Leute, ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und beim nächsten Mal probieren wir es nochmal. Bis dann, euer Wolf.